Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Top 5 Handballschuhe hier in unserem YouTube-Channel auf weplayhandball.de. Heute wollen wir uns mit einer der wichtigsten Positionen im modernen Handball beschäftigen, den Kreisläufern und den Kreisläuferinnen selbstverständlich. Was für Handballschuhe genau braucht ein Kreisläufer? Es gibt wahrscheinlich keine Position im modernen Handball, die so viel in Zweikämpfe verwickelt ist wie die Kreisläuferposition. Ständig wird man geschubst, man muss versuchen, eine Sperre oder einen Raum zu halten, wird zur Seite gedrängt, fällt hin, landet selten auf seinen Füßen. Und wenn man dann mal auf den Füßen landet, landet man selten stabil. Das heißt, was ihr auf jeden Fall braucht, ist sehr, sehr hohe Stabilität im Mittelfußbereich. Und da wollen wir euch jetzt mal die besten, unsere Top 5 Modelle präsentieren. Lasst uns zunächst mal wieder zu eurer Fußform kommen. Wenn ihr, obwohl ihr groß gewachsen und vielleicht auch etwas schwerer seid, trotzdem schmale Füße habt, können wir euch zwei Modelle empfehlen. Das ist zum einen hier vorne der Stabil Boost 2 von Adidas. Erstaunlicherweise auch als deutscher Schuh im Mittelfußbereich sehr, sehr schmal geschnitten. Der zweite Schuh ist hier vorne das Topmodell von Mizuno, der Wave Tornado. Wenn ihr dann aber als Kreisläufer, wie üblicherweise, etwas kräftiger, etwas schwerer, etwas größer seid, um eben auch in den Zweikämpfen bestehen zu können, dann können wir euch bei breiteren Füßen vor allen Dingen hier vorne zum Attack One von Kemper raten, aber auch zum ASICS Gel Blast 7, der auch für den japanischen Schuh im Mittelfußbereich relativ breit geschnitten ist, genauso wie der Siming R9 Midcut. Ihr fragt euch sicherlich, warum haben es genau diese Schuhe in unsere persönliche Auswahl, in unsere Top 5 geschafft? Beim Attack One von Kemper ist es relativ einfach. Die Sohle ist überragend und auch die beste Sohle, die wir in dieser Preisklasse bieten können. Zusammen mit Michelin entwickelt, einem Reifenhersteller, das ist kein Marketing-Gag, sondern die Sohle ist wirklich abriebfest und purer Grip. Beim ASICS Gel Blast 7 spielt einfach viel die Tradition eine Rolle. Den gibt es jetzt in der 7. Generation, ist jedes Jahr verbessert worden, ist unglaublich gut verarbeitet, starke Geldämpfung im Fersenfußbereich und punktet einfach als Allrounder. Der Stabil Boost hat sicherlich die beste Dämpfung in diesem Top 5 für die Kreisläufer. Dieses Boost-Material in der Ferse und im Mittelfußbereich ist nicht nur eine tolle Dämpfung, sondern vor allen Dingen auch eine Menge Abstoßenergie jedes Mal, wenn ihr euch vom Boden abdrückt. Der Siming R9 ist ein Allround-Schuh. Sehr, sehr gute Dämpfung, Top-Sohle, gute Verarbeitung, wird zum Beispiel von Baena bei den Rhein-Neckar-Löwen vom aktuellen deutschen Meister gespielt und dort seit Jahren auch mit guter Performance. Beim Wave Tornado X von Mizuno haben wir wahrscheinlich den stabilsten Schuh bei uns im Handballschuhsortiment. Es gibt gerade im Mittelfußbereich fast keinen Schuh, der so steif und so unglaublich stabil ist wie dieses Flaggschiff von Mizuno. Was die Preisspanne betrifft, liegt ihr hier alle in einem sehr ähnlichen Bereich. Zwischen 120 Euro und 150 Euro mit den üblichen Online-Shop-Rabatten bei uns im Shop bewegt ihr euch so um die 100 Euro, manche Modelle bei 120, 130 Euro. Aber man muss eben auch als guter Kreisläufer ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um so einen guten Handballschuh wie diese Top 5 zu bekommen. Mein persönlicher Favorit ist hier vorne der ASICS Gel Blast 7, seit mittlerweile 10 Jahren am Markt. Vielleicht in keiner der einzelnen Parameter absolute Spitze, aber in allen Parametern ganz oben mit dabei. Tolle Sohle, überragende Dämpfung, stabile Mittelfußbereich und eine hochqualitative Verarbeitung. Deshalb der ASICS Gel Blast 7 für mich der Favorit, wenn es darum geht, euch den besten Schuh für die Kreisläuferposition zu empfehlen. Ich hoffe, unsere Top 5 für die Handballschuhe der Kreisläufer und Kreisläuferinnen hilft euch weiter bei der Kaufentscheidung am Ende. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir sind für euch da, hier in München am Telefon oder auf weplayhandball.de, natürlich auch hier im YouTube-Channel. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Kommentare und sagen bis zum nächsten Mal.